Ich wende mich heute an euch mit einer besonderen Bitte. Vielleicht habt ihr es im Fernsehen mitverfolgt. Ihr seht die Flüchtlingsströme, die in unsere Stadt München ankommen. Diese Massen auch an unbekleideten, minderjährigen Flüchtlingen. Und wir als Kirche haben gesagt, wir wollen handeln, wir wollen aufstehen. Und wenn du dich mit einklinken möchtest, auch wenn du nicht in München wohnst, bitte ich dich mitzubeten und zu überlegen, ob du vielleicht auch Ressourcen spenden möchtest, dass wir einen Unterschied machen mit unseren Teams, die in die Flüchtlingsheime gehen, mit den Teams, die auch verletzten Menschen und traumatisierten Menschen begegnen wollen und die Hoffnung weitergeben können und Liebe. Wenn du magst, kling dich mit einem Gebet und wenn du magst, kannst du auch gerne spenden bei der eingeblendeten Nummer. Ich glaube, gemeinsam können wir einen großen Unterschied machen bei dieser Not, die uns gerade entgegenschwappt. Und ich glaube, dass Gott nicht umsonst unser Land Deutschland ausgesucht hat, um hier einen Unterschied zu machen, mit unseren genialen Begabungen zu organisieren und zu leiten und gleichzeitig Dinge möglich zu machen. Ich glaube daran, dass viel möglich ist und vielen Dank für jedes Gebet und jeden Euro, den du dafür spendest.